Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge mit Wolfenstein The New Colossus. Wir haben uns ja in der letzten Folge die Python-Gurte geholt, mit denen wir uns durch enge Gänge quetschen können. Ich habe jetzt auch noch außerhalb der Ausnahme... What? Wer labert denn hier jetzt? Ach du da. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt noch außerhalb der Aufnahme die Kampfläufer hießen die doch, oder? Mal schnell nachgucken. Hier Kampfmods. Schlachtenläufer, die habe ich mir noch geholt. Jetzt haben wir alle drei Kampfmods, also Verbesserungen. Ich habe zwar hier noch nicht die upgradete Version von den beiden, aber gut, das ist mir schlussendlich auch ziemlich egal. Wir haben ja noch ein Ziel, wir sollen Wyatt finden. Und wir wissen ja schon, der Typ ist in der Schießanlage irgendwo. Jetzt bin ich nur gerade schon wieder verwirrt. Wo zur Hölle kam ich in die Schießanlage? Irgendwo hier durch. Ja, genau. Okay, so, der wartet. Dann hier unten, hier rüber und was dann, ja, warte mal, das war doch dann hier runter, oder? Hier war das doch, glaube ich, korrekt. Das ist der richtige Weg. Ach, jetzt ist hier wieder zu, meine Güte. Da lebt man einmal den Level neu und alles ist wieder auf seinem Platz. Na dann, weg damit. So, und da sollten wir jetzt ja theoretisch Wyatt finden. Wenn mich nicht alles täuscht. Das Kerlchen ist heute Morgen gestorben. Hat den Käse nicht gegessen. Ist verhungert. Dahingerafft. Wyatt. Wer? Sie. Ich spreche mit Ihnen, Wyatt. Oh, der Kleine. Ja, der ist weg. Er hat nach der Wahrheit gesucht, sie aber nicht vertragen. Also, Sie reden Unsinn, Mann. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen Sie. Wir brechen auf. Kommen Sie, Wyatt. Sein Vater hatte seine Zukunft schon für ihn geplant. Elite-Uni und danach ab an die Spitze des Kongresses. Hat ihn enterbt, als er zum Militär ging, nannte ihn ein undankbares Gör. Und die Mutter verfiel in diesem großen, dunklen Haus in Depressionen. Als er nach Europa kam, schluckte sie eine ganze Schachtel Pillen. Und das war's. Aus und vorbei. Ich bring sie zu Seth. Der kann Ihnen helfen. Sie sind nur etwas verwirrt, sonst nichts. Kommen Sie jetzt. Nein, 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 Wyatt. Kommen Sie schon. Wyatt. Ich bin Ihr Freund, nicht wahr? Er sah perfekte Muster, die die Äste eines Baumes verschluckten. Das allwissende Weltraumwesen im Zentrum starrte ihn an. Oh, der Junge näherte sich dem Gipfel des Universums. Doch alles verschwand. Und ein riesiger schwarzer Graben öffnete sich, um alle Farben zu verschlucken, sodass er nichts sah. Er sah nichts außer diesem transdimensionalen Maul, das seine Seele verschlang. Nichts mehr hat Bedeutung, Mann. Das Ende der Menschheit. Sagen Sie, dass es ihm leid tut. Sagen Sie, dass er sie liebte. Oh, Scheiße. Was ist los mit ihm? Hohe Dosis Psychedelika und jetzt kommt's. Damals bei den Dati Shoot haben wir ähnliche Substanzen benutzt. Aber niemals hatte jemand so klare Visionen wie Wyatt. Das ist bemerkenswert. Wird er wieder? Nun, ich gebe ihm jetzt Flüssigkeit. Das dürfte ihm helfen. Ist das eine Art Türknauf-Set? Ja, oh nein, 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 Junge, nein. Was haben Sie gesagt? Wyatt, vergessen Sie nie, wer Sie sind, Mann. Und wer wir sind. Und was wir sind, Soldat. Ich fühle mich schon viel besser, Cap. Wieder in meinem Körper.
Sie tragen ja immer noch Ihr Partyhütchen. Ich musste Sie K.O. schlagen. Tut mir leid. Ja, ich erinnere mich. Habe ich wohl gebraucht. Sternkarte, sagt er. Hey, Wyatt. Ja? Ich mag Sie, Mann. Meine Brüder und Schwestern, hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin kein Regimeflittchen. Kapieren Sie es endlich! Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzuschieben, wenn der ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie! Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du voll Idiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Endlich hat Sigrun mal ein kleines Machtwort gesprochen. Das war ja auch Zeit. Was passiert denn hier jetzt? Komm ich hier auch hoch? Nee, na dann tschüss. Wir sehen uns später. Warte, William. Wo soll ich jetzt hin? Ah, danke schön. Okay, kurz mal hier Gnade wechseln. Der Ausmerzer. Was immer du tust, William. Ich folge dir. Okidoki, Anja. Munition wollen wir natürlich gerne mal mitnehmen. So, öffnen wir die Tür. Was erwartet mich dahinter? Hallo? Ich glaube, die haben mich bemerkt. Wie ich die Scheiße einfach nicht treffe. Alter, bin ich schnell down gewesen. Meine Fresse, ey. Das ging ja echt fix. Okay, anderer Plan. Da muss ein anderer Plan definitiv her. Wahrscheinlich wieder Akimpo, das wird wieder mein Plan werden. Aber gut. So, Moment. Ich folge dir. Ja, bin ja schon dabei.
So. Dann hauen wir hier mal ein bisschen auf die Kacke. Da. Hallo. Wer schießt mir hier schon wieder in den Rücken, ey? Die Typen, die nerven. Halt die Klappe. Okay, das hat jetzt zwar ein bisschen was an Munition gekostet, aber na gut. Sigurd, wir sind drin. Es gibt 3 Odin-Leitstände auf dem Ausmerzer. 2 davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Okay. Gut, Anja, dass du es verstanden hast, denn ich habe keinen was verstanden. Boden versteckt, dass die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Gefunden. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja. William, such den Hugin-Leitstand und deaktivier die Backbordverteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Okay, deaktiviere die Backbordverteidigung. Such den Hugin-Leitstand. Wie ist das nochmal? Backbord ist doch links eigentlich immer, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Komm ich hier irgendwie durch? Nee, hier komme ich durch, da kommen schon die ersten Typen angelaufen. Lalalalalala. Hier kommt alles schön zu mir. Hier, Granate, bitteschön. Ja, jetzt reißt's aber auch schon. Boah, fucking Drohnen, wie ich sie hasse. Ach, da hinten steht doch auch noch einer. Na, so ist aber auch. Nein, das wollte ich ehrlich gesagt so nicht haben. Ich hätte gerne das. Und tschüss. So, nehmen wir uns hier mal den etwas dickeren Brummer. Was? Wo denn? Mann ey, ballert der mir in die Seiten rein. Oh, da vorne sehe ich gerade, ist Benzin. So, mit einem vollen Magazin ballert es sich doch schon ein bisschen besser. Ist ja nur gerade wieder die Frage. Hallo, du da vorne. Pom! Der ist mal weg. Außer Betrieb. Ich schätze mal grob, ich kann hier durch. Dafür muss ich aber erstmal das hier wegmachen. Oh, und es ist da auch noch eine Leiter. Da komme ich ja so auch nicht hoch. Also, ich meine jetzt mit der Waffe. Na, da muss ich sie leider zurücklassen. Okay, hier gibt es auch 2 Wege. Ich gehe mal grob davon aus, da hier gerade jetzt gespeichert wird, dass das der richtige Weg ist. Moment mal, wo bin ich jetzt? Ach, ich bin da runtergekommen. Oder? Ja, cool. So. Mit unseren neuen schönen Stelzen kommen wir hier schön hoch. Zack. Da steht doch schon wieder einer. Aber momentan haben die mich noch nicht bemerkt. Okay. So, das sind schon mal 2 weniger. Ist hier sonst noch irgendwo irgendjemand? Oder, oh, hallo, Ponk. Okay, ach, schon wieder außer Betrieb. Alles ist hier außer Betrieb. Funktioniert auf dem Schiff eigentlich irgendwas?
Ich glaub's irgendwie nicht. Okay, warte mal, ich kann jetzt hier durch, ich kann ja aber auch hier durch. Dann gehen wir halt mal hier entlang. Wow, das hat's total gebracht. Jetzt komme ich nur wieder auf der anderen Seite raus. Hä? Okay, eine andere Abzweigung gibt es da unten aber nicht. Vielleicht, wenn ich mich hier unten durch... Das war mal korrekt. Fuck, wo ist der Kommandant? Der ist doch da irgendwo in der Nähe von dem Hund. Da ist er. Fuck, voll daneben. Jetzt habe ich aber getroffen. Oh, da hinten steht noch ein Digger. Okay, ich glaube, jetzt haben sie mich bemerkt. Ach, hier wäre ich auch durchgekommen. Ah, alles klar. So, wo bleibt ihr denn? Oh, da ist er ja schon. So, hier ist doch noch irgendwo der Hund. Da ist er. Sorry, Doggy, aber das musste sein. Aber ich glaube echt, sonst ist hier niemand mehr. Gut, dann können wir hier noch schnell die Enigma-Karte mitnehmen. Aber irgendwer hat doch gerade geschossen, oder? Ach, da oben ist noch einer. Aua! Junge, ey! So, jetzt ist er auch tot. Schnell hier die Munition einsacken. Ah, okay, hier wäre ich noch mit den Schatten. Dingsbombsläufern. Mein Gott, ich vergesse den Namen immer. Aber da wäre ich jedenfalls auch hier reingekommen. Na gut, es muss ja für jede Kampfmod irgendwo eine Option da sein. Ansonsten könnte es passieren. Wenn man sie nicht hat, dann kommt man nicht mehr weiter. Das wäre dann durchaus eine Möglichkeit. Okay, aber sonst ist alles voll. Dann kann ich ja, glaube ich, jetzt hier mal, die Backbordseite deaktivieren. V-A-L-A-A-L-L-A. Valhalla. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Ach, nichts, das ich gebrauchen kann. Na toll, zwei Kommandanten. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Fuck. Na, geht doch. So, gut, jetzt bin ich aber mittlerweile ein bisschen besser bewaffnet als wie beim ersten Mal, als wir hier waren. Dann sollte das Ganze ja jetzt nicht mehr so das mega Problem darstellen. Hoffe ich jetzt halt einfach mal. Frage ist halt nur wieder, wo sind die Kommandanten? Ich glaube, der eine ist über mir. Irgendwo. Fuck. Okay, das hat niemand bemerkt. Auch wenn ich ein bisschen daneben geballt habe, da kommt ein Dicker. Das finde ich nicht gut. Gehen wir nochmal zurück. Dass der da hinten jetzt die Leiche von seinen Kameraden findet, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich scheißegal. Wer redet denn da schon wieder?
Ach, da ist Nummer 1. Da fehlt nur noch der zweite. So. Hier stehen verdammt viele Sachen, die in die Luft fliegen können. Okay, gut, das ist mir aber egal. Jetzt kann zumindest mal keine Verstärkung mehr gerufen werden. Hui, ist da noch ein zweiter oder war das eine Drohne? Nee, da ist tatsächlich noch ein zweiter. Na gut, das Schöne ist ja, mittlerweile mit der Schrotflinte sind die auch kein Problem mehr. So, gut. Gib mir hier mal... wo ist jetzt die Knarre? Hallo, ich will deine Knarre. Das ist jetzt... Ah, da ist aber nicht mehr viel Munition drin. Na, dann weg damit. Sag mal, geht's hier noch? Ah, wo geht's hier rein? William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay, jetzt sind wir wieder zurück. Kommt denn hier schon wieder alle her? Mann, 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 ey. Boah, ey. Wer schießt? Ach, du da. Halt die Klappe. Gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich glaube schon. So, wo ist Anja jetzt hin? Anja ist weg. Ja, wunderbar. Was? Wo? Hä? William, ach da. In die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ich habe sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Okay, also ich schätze mal grob, du meinst die hier. Aber da springen wir erst rein in der nächsten Episode von Wolfenstein, The New Colossus. Und bis dahin sage ich Tschüss. Auf Wiedersehen. Ottmar sieht sich.